Hallo zurück. Heute habe ich eine Rezension für euch und zwar zu Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Das ist dieses Büchlein. Man sieht schon ein bisschen die Optik, orientiert sich am Titel. Es hat Streifen und zwar, wenn man das hoffentlich sehen kann, ein bisschen ausgeblichene Streifen und ein bisschen ausgeblichene Schrift. Orientiert sich also wunderbar an der Story. Worum geht's, falls jemand die Geschichte noch nicht kennt? Also es gibt das Buch und es gibt auch schon die Verfilmung, die auch aus meiner Perspektive sehr gut ist. Und es geht um den Holocaust, also ein geschichtsträchtiges Thema und auch ein sehr trauriges Thema, was natürlich, also ich kann jetzt mich nicht hinstellen oder hinsetzen und sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Aber es ist trotzdem ein sehr tolles Buch. Also ich habe 5 von 5 Sternen vergeben. Es hat nur 260 Seiten. Und worum geht's? Man startet zu Beginn mit Bruno und Bruno kommt nach Hause und ist total entsetzt, dass seine Eltern, beziehungsweise die Nanny, das Hausmädchen, oder Magd, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel ist, packt die Sachen. Und Bruno ist ein Junge, der ist recht naiv, aber auch störrisch, eigenwillig und hat auch diesen kindlichen Egoismus. Also wie kann es sein, dass seine Eltern jetzt einfach entschieden haben, umzuziehen und er muss sich von seinen Freunden trennen und das ist alles total ungerecht. Und wenn er nur genug seinen Vater überzeugt, dass er da bleiben muss, dann wird es schon geschehen. Aber ganz so einfach ist es ja nicht, das wissen wir alle. Und es ist so, dass sein Vater wurde befördert. Da kam ein Herr, Bruno nennt ihn Furor, was eigentlich auch ein ganz treffender Begriff ist. Also wenn man sich das Wort Furor anguckt. Und gemeint ist eben der Führer. Und der war da und hat gespeist mit den Eltern und die Kinder mussten sich benehmen und alles. Und der Vater wurde befördert und deswegen zieht die Familie um. Das neue Haus gefällt Bruno gar nicht. Es ist kleiner und es ist keine Stadt in der Nähe. Es ist alles ein bisschen ländlich. Er hat seine Freunde nicht mehr. Er kann nicht einfach flanieren durch die Stadt und Schaufensterbummel machen und so weiter und so fort. Und er guckt aber aus dem Fenster und sieht dort einen Bauernhof mit Baracken oder Scheunen und sieht dort nur Männer und die haben gestreifte Pyjamas. Und Bruno weiß gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Also was ist eigentlich mit den Frauen und warum haben die alle gestreifte Pyjamas an? Er kann doch auch nicht einfach im Pyjama rumlaufen. Und für ihn ist das alles sehr ungerecht. Na, also warum muss er sich immer fein anziehen und die können im Pyjama rumlaufen? Und er nennt den Ort Auschwitz, was wieder sehr witzig ist. Es hat so ein paar witzige Elemente, aber man weiß, dass das Wort Auschwitz nicht witzig ist. Und man kann sich dann zusammenpuzzeln, dass es sich um Auschwitz handelt, dass der Vater jetzt der neue Lagerkommandant ist und sich um dieses Konzentrationslager kümmern muss. Ja, und Bruno langweilt sich eben, mit seiner Schwester kommt er nicht so richtig klar. Die ist ein bisschen älter und auch zickig und sieht Dinge anders. Und er möchte eher Abenteuer begehen. Er möchte Abenteuerbücher lesen und nicht irgendwelche Bücher über die deutsche Geschichte. Und deswegen macht er sich auf Streifzüge, weil um Abenteuer zu begehen, er möchte Forscher werden, muss man natürlich auch in die Welt gehen und sich das angucken, was da so ist. Und dann gerät er irgendwann auf einen Zaun und guckt sich diesen Bauernhof mal genauer an. Dort trifft er auf einen Jungen, der heißt Schmuel. Er findet das ein ganz komischer Name und sagt, er kennt niemanden, der so heißt. Schmuel sagt, bei uns heißt es alle so, ich kenne niemanden, der Bruno heißt. Und die zwei werden Freunde. Mehr möchte ich zu dieser Geschichte nicht sagen. Man kann sich vorstellen, dass der Schmuel vielleicht der Junge im gestreiften Pyjama ist. Aber ich glaube, der Titel ist mehrdeutig. Und was ich damit meine, ich möchte nicht mehr sagen, ich wusste schon, auf was es hinausläuft, weil ich den Film gesehen habe.
Aber ansonsten muss das jeder selbst herausfinden, wie sich die Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Und was dann noch weiter passiert auf diesen nur 260 Seiten. Ich kann nur sagen, das Buch ist absolut genial. Also der Holocaust ist eine sehr grausame Geschichte insgesamt. Also ich möchte nicht irgendwas breit treten, was schon seit Jahrzehnten breit getreten wird, aber es ist und bleibt einfach eine sehr grausame Zeit in der Geschichte, nicht nur in der deutschen Geschichte. Und der Autor hat es aber geschafft, diese grausame Geschichte in einen, na, so eine Art Abenteuerroman zu packen und aus der Sichtweise, aus der naiven Sichtweise eines Jungen zu erzählen. Und dadurch hat dieser Roman unglaublich viel Qualität. Man merkt das Grauen immer nur so von hinten. Das versteckt sich irgendwo in der Ecke. Und im Vordergrund ist diese Abenteuergeschichte und die Entdeckung von Bruno. Da läuft irgendwie auch einer im Haus rum, der sich um einige Nahrungsmittel kümmert. Und der ist sehr schmal und knochig und hat Probleme beim Laufen. Und was ist der und was macht der? Und der sagt dann noch, er wäre Arzt. Aber wenn er Arzt ist, warum arbeitet er jetzt als Bauer? Das kann doch alles nicht sein. Also diese Entdeckung Brunos und da kann sich das gar nicht zusammenpuzzeln. Und das ist auch wieder ein Zeichen dieser Grausamkeit, weil man Kinder eigentlich mit diesem System konfrontiert hat und die gar nicht die Chance hatten, wenn sie das dauernd von ihren Eltern und anderen Verwandten und Bekannten vorgelebt bekommen. Also er mag Schmuel und das ist auch sein Freund, aber auf der anderen Seite wird ihm auch erzählt, dass Juden schlecht sind und böse und dreckig und diese ganzen Geschichten. Und das ergibt für ihn gar nicht so richtig Sinn. Na, also er hört das, was er hören soll und versucht das mit seinen eigenen Erfahrungen irgendwie in Verbindung zu bringen. Das funktioniert eben nicht so ganz erstaunlich. Also jetzt sarkastisch gemeint, ne? Ja, also ich habe vor diesem Buch sehr viel Respekt vor dem Autor, wie er es geschafft hat, diese Grausamkeit in ein, es ist kein Kinderbuch, aber Bruno ist eben ein Kind, diese Grausamkeit aus dieser kindlich naiven Perspektive zu erzählen und trotzdem den Schrecken zu bewahren. Also es gibt ein paar eben witzige, humorvolle Szenen, aber auch sehr grausame, die nicht vordergründig grausam sind. Also der Schmuel, der wird verprügelt und erzählt das dem Bruno, eben jetzt nicht in allen Farben und Formen und Bruno nur so. Ja, er hat auch schon mal eine gefangen vom Lehrer oder vom Vater. Also der kann das gar nicht fassen. Na, also vordergründig kann er es nicht fassen, aber hintergründig als Lehrer weiß man, dass mit dem Schmuel noch einiges anderes passiert und mit diesen anderen Menschen, die da mit ihm in dem Lager wohnen. Ja, sehr. Sehr toll. Also, wie gesagt, 5 von 5 Sternen und eine absolute Leseempfehlung. Also 260 Seiten kann man ruhig mal investieren in diese sehr tolle Geschichte. Also ich habe mit 17, 18 habe ich sehr viele Romane über den Holocaust gelesen. Also von Anne Frank bis zu ihren Freundinnen, Nackt unter Wölfen. Und so weiter, weil es mich damals sehr interessiert hat. Und da habe ich stapelweise Bücher gelesen. Aber ich glaube, kein Buch hat mich so beeindruckt wie das hier. Auch Anne Frank nicht. Aber über Anne Frank will ich ja auch nicht reden. Das wird ja auch absolut, ich will nicht sagen gehypt, das ist einfach falsch für das Thema, ne? Aber alle kennen Anne Frank. Aber ich finde, dieses Buch ist auch sehr, sehr kennenswert. Ja, genau. Deswegen schaut unbedingt mal rein. Also egal, ob ihr euch für Geschichte interessiert oder nicht. Und egal, ob ihr findet, dass wir Deutschen uns mit dem Thema beschäftigen sollten oder nicht. Dieses Buch ist trotzdem ein Kunstwerk in gewisser Art und Weise, weil der Autor das eben so unfassbar gut hinbekommen hat, diese Geschichte zu erzählen.
Das ist mein Wort zum Sonntag. Schaut mal rein oder schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Geschichte gelesen habt oder ob ihr den Film geschaut habt und ob euch das auch so ging wie mir oder ob ihr da eine ganz andere Perspektive habt. Ich glaube, das wäre mal ganz spannend. Da kommen wir vielleicht sogar in eine Diskussion. Ich sehe schon, mein Lehrer-Image kommt gerade raus, aber lasst uns doch mal über das Buch diskutieren. Aber auch als Buchliebhaber kann man über Bücher diskutieren, nur weil es halt gerade ein historisches Thema ist. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, wie gesagt, mit einer Buchempfehlung und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!